Keyboards mit mehr zurecht und einem Video zu Dota 2. Ausrufezeichen, wichtig, Ausrufezeichen, denn es beginnt wohl eine neue Ära an Dota 2. Und das ist echt nicht untertrieben, denn es kommt ein wirklich krasser Patch, und zwar der Balance Patch 6.8.2. Und das Spiel wird sich auf jeden Fall ändern, wenn dieser Patch draußen ist. Das Ganze wird unter den unscheinbaren Titel Rekindling Soul Update genommen und rausgegeben. Und zwar, weil es halt ein neues Arcana gibt für Shadowfiend, aber was viel wichtiger ist, ist eben dieser 6.82 Balance Patch. Und der macht wirklich einiges. Der wird so viel ändern. Wirklich viele, viele Sachen werden gereworked. Unter anderem Bloodseeker, Phantom Lancer. Es gibt eine neue vierte Rune. Es gibt ein neues Item. Es wurden Map-Spots hinzugefügt. Man kann überall jetzt irgendwie langlaufen. Und Droschan wurde versetzt. Tower, was weiß ich. Neue Warding-Plätze. Es ist echt viel geschehen. Und Valve selber hat jetzt ein paar Sachen hervorgehoben, die halt jetzt geändert worden sind. Aber dazu gibt es noch deutlich mehr. Also nicht nur diese beiden Reworks gibt es halt von Bloodseeker und Phantom Lancer, sondern auch viele, viele andere Helden haben wirklich wichtige Changes bekommen. Alleine, grobes Beispiel, Riki hat jetzt als Ultimate Blinkstrike, welches auf Charges basiert. Ich kann 5-mal hintereinander Blinkstrike machen. Und ich habe als normalen Fähigkeit, habe ich jetzt aber unser Permanent Invis. Sowas zum Beispiel, ja. Und manche Helden haben auch wieder Arcanum Scepter hinzugefügt bekommen und so weiter und so fort. Und da ist auf jeden Fall eine ganze Menge und deswegen wird es 2 Videos geben. Und zwar in diesem Video werde ich euch wirklich das Wichtigste, das was von Valve eben auch hervorgehoben wird, vorstellen. In einem anderen Video, was jetzt nicht direkt heute noch kommt oder eben morgen vielleicht, das wird den Rest decken und das ist dann nämlich schon eine ganz schöne Menge und auch da werde ich nicht alles euch vorlesen können oder erklären können oder sonst was, denn ich habe es nämlich schon ausprobiert und das Video, ich war noch nicht mal bei der Hälfte, hat schon über eine halbe Stunde gedauert und das, glaube ich, möchtet ihr euch selber nicht anhören, das möchte ich mir nicht antun, deswegen wird in den nächsten Tagen dann ein Video kommen zu dem restlichen Patch. Heute aber wirklich das Gröbste, das was Valve auch hervorgehoben hat. Und ja, das Patch geht halt eigentlich hier um den Arcana, es gibt halt neues Item, bla bla bla, so sieht's aus, sieht schon cool aus, aber das ist wie gesagt hier nicht so wichtig für uns. Es gibt eine neue Truhe, es gibt Kuriermorph, funktioniert ganz einfach, funktioniert so, ich bin Carry, ich habe einen coolen Kurier, der Support kauft aber den Kurier, ich will seinen aber gar nicht haben. Wenn ich mir aber jetzt die Items bringen lasse, wird auf dem Weg der Kurier zu mir weglegt. Wenn ich ihn bediene, morpht er eben zu meinem Kurier. Juhu, ganz toll. Dann haben wir Fantasy Season 2 und wir haben Fight Recap. Das sind mehr Statistiken. Juhu, Statistiken. Dann kommen wir jetzt zu dem dicken Patch. Und zwar 6.82 Balance Update. Und da haben wir vor allem die Map Changes. Das heißt wirklich, wir haben mehr Juke-Spots, wir haben mehr Spots, wo wir durchlaufen können, Roshan wurde versetzt und so weiter. Schauen wir uns gleich im Detail wirklich an, denn das ist ganz wichtig, dass man das auf jeden Fall weiß. Dann haben wir eben die neue Rune, die Bounty-Rune. Und es funktioniert jetzt so, wir haben immer 2 Runen, die spawnen, oben und unten, wie man es gewohnt ist. Es funktioniert jetzt aber so, dass eine davon immer eine Bounty-Rune ist. Das ist, wie Bottom Reaper sagte, eine Art Trostpreis vielleicht. Ja, kann sein, muss man aber gucken, wie es halt wirklich effektiv im Spiel dann auch ist und wie stark überhaupt diese Rune ist. Denn man kann sie auch botteln. Und dazu werde ich aber gleich dann nochmal was sagen, wenn wir wirklich darauf eingehen. Dann haben wir Crimson Guard als neues Item. Das kennt man aus dem Year Beasts Event, welches es ja gab, zu New Bloom und so. Und das Item baut sich halt aus Vanguard. Ist deswegen auch sehr cool eigentlich. Dann haben wir Reworked Bloodseeker, Reworked Phantom Lancer. Gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, auf die neuen Fähigkeiten und was die mit sich bringen. Und das war es eigentlich mit den gröbsten Changes. Und ich möchte euch dann eben das alles ein bisschen vorstellen. Wir scrollen einmal wirklich durch die Patch Notes durch, damit ihr seht, was die eigentlich alles beinhalten. Und wie ihr seht, das ist eine ganz schöne Menge. Da werde ich erstmal selber morgen, denn das kommt ja immer sehr spät, alles so die News, das Wichtigste rausfiltern und euch dann präsentieren. Denn es sind halt auch zwischendurch immer mal wichtige Sachen, wie zum Beispiel Kling, Searing Arrows, ist kein Attack Modifier mehr.
heißt im Klartext Seeing Arrows plus Eye of Sky und so weiter funktioniert oder mit Lifesteal. Deswegen ist auch das nächste Video wichtig, weil ich euch dann zeige, denn da ist wirklich dann nochmal erklärt, was sonst alles passiert ist, außer eben diese Major Changes, und auch die kleinen Changes sind nämlich, wie ihr gerade gehört habt, trotzdem sehr wichtig. Aber gut, fangen wir dann mal an mit den wichtigen Sachen, und zwar einmal jetzt die neue Map. Ja, hier wurde einmal erklärt im Text, was so passiert ist. Wir schauen uns das aber einfach mal im Detail an. Und zwar gehen wir mal die Bilder durch. Das ist der neue Rush Pit. Und ja, was... Wir orientieren uns erstmal. Wir sind hier im River. Da ist der Runespot mit der neuen Bounty-Rune. Und das ist auch so geblieben. Wir kommen hier jetzt runter von der von der Radiant-Seite. Oben die Dire-Seite hier rechts. Hier wo ist der Tier 1 Tower der Dire-Seite. Hier über den Rush Pit ist immer noch unser Ancient Spot, da wo die Ancients auf der Dire-Seite spawnen. So, was hat das jetzt für Vor- und Nachteile? Der Vorteil war ja immer auf der Dire-Seite, da man ja irgendwie schon einfach in der Dire-Seite nahe dran war. Man konnte von Ancient Spot einfach runter zu den Roshern rein und das ging eigentlich sehr gut. Man konnte viel leichter entkommen, falls man merkt, oh, das passt nicht. Das war für die Radiant nicht so einfach. Man konnte auch ganz schnell einfach mal hoch und runter blinken in den Broschbit rein von der Dire-Seite aus. Es war schon ein Vorteil gegeben. Jetzt müssen beide Teams, wenn sie von oben und unten kommen, einmal so eine Kurve machen und dann stehen sie hier in diesem Spot vor Roshan oder hier im Drenn. Und wenn sie zurück wollen, müssen sie beide eine... Ja, müssen sie beide dem Gegnerteam entgegenkommen. Und das ist nämlich jetzt der entscheidende Unterschied. Man muss auf jeden Fall, wenn man es zu spät sieht, zu spät bemerkt, da muss man den Gegner konfrontieren. Und das ist, sage ich mal, ein größerer Unterschied. Wenn ich zum Beispiel Ursa spiele und sehe zu spät, dass hier ein Gegner kommt, dann muss ich halt hier zurück. Oder ich muss dort zurück und hier könnte ebenfalls ein Gegner kommen. Das ist eigentlich ein ganz großer Unterschied. Und macht das Ganze ein bisschen gebalanced. Eine beste Position für Roshan zu finden, ist, denke ich mal, immer so eine Sache, die einfach nicht so einfach ist. So finde ich es eigentlich ganz gut gelöst. Wir sehen außerdem einen sehr wichtigen Warding-Spot hier, mit dem man anscheinend wirklich alles abdeckt. Sowohl die Jungle-Entrances als auch den Roshan. Pit selber, das heißt, was hier passiert, wer geht hier rein und raus, wer geht zu Roshan, die Rune, das sehen wir alles. Außerdem ist hier oben noch ein Warning Spot, mit dem wir dann wohl die Ancients sehen, Roshan und auch diese neuen Juke Spots am Tier 1 Tower, die wir uns jetzt auch mal anschauen werden. Und zwar gehen wir hier aufs nächste Bild. Und was haben wir denn dort? Dort haben wir das nochmal auf, ja, ein bisschen weiter weg von oben drauf. Und hier sieht man ebenfalls nochmal super den Rosh Pit nebenan Tier 1 Tower. Und ja, was ist jetzt hier geändert? Also das alles hier wurde so ein bisschen verschoben. Ja, das sieht man ganz klar. Was sich da wirklich im Detail für neue Sachen rausarbeiten, das kann man erst sagen, wenn man es wirklich mal spielt. Aber was man ganz deutlich sieht, ist jetzt eben dieser neue Tier 1 Tower der Dire-Seite. Und das finde ich wirklich ganz, ganz klasse gemacht. Denn man kann nicht mehr leicht gedived werden. Man hat sehr viel Freiraum. Man kann sehr leicht hier rübergehen. Man kann aber auch zum Beispiel auch jetzt nochmal zu Roshan zurück. Man kann hier jetzt aber dafür unbemerkt an Wards vorbei vielleicht zu Roshan rein. Mit Forstaff oder sonst was geht das ganz gut. Oder man farmt hier die Ancients. Das kann vielleicht ganz gut jetzt klappen. Dafür, man kann nicht mehr so leicht gedived werden als Offlaner. Man kann dann einfach durch den Wald juken. Das erinnert nämlich jetzt alles ein bisschen an den Radiant Tier 1 Tower unten. Man kann also während der Tower Attack einfach den Gegner so ein bisschen kiten. Das funktioniert jetzt, finde ich ganz gut auf jeden Fall, dass das gemacht worden ist. Wir gehen weiter aufs nächste Bild. Dort sehen wir den Tier 2 Tower auf der Dire Seite. Und der wurde ein bisschen nach hinten gesetzt. Der war vorher hier oder so ungefähr. Ansonsten nicht viele Änderungen. Ja, hier Ward Spot natürlich, um das alles zu sehen. Die Ward Spots war das schon immer so, dass sie dieses Hey, hallo, hier kommt ein Ward hin Zeichen haben. Weiß ich nicht, aber es ist anscheinend jetzt da. Vielleicht war es auch vorher da und mir ist nie aufgefallen.
Ich weiß nicht, warum genau der Tower nach hinten gesetzt worden ist. Vielleicht eben damit wieder irgendwas mit Dive und so, ja, wenn man dann mal da ist als Gegner, dass das ein bisschen schwieriger geworden ist. Jetzt sind wir auf der Radiant-Seite Tier 1 Tower. Und das Ganze ist jetzt eben so und wirklich ganz toll, denn wer kennt es nicht, du gehst als Radiant-Spieler, möchtest zum Secret Shop und du musst den ganzen Weg nach unten gehen, fast eigentlich zum Tier 2 Tower und dann kommst du hier rein. Jetzt gibt es diesen kleinen Weg, man kann sich vielleicht sogar hier vor dem Wald stellen und hat dann schon Zugriff auf dem Shop und kann sich dann halt was holen, zum Beispiel Voidstone oder sonst was. Ansonsten ebenfalls keine großen Änderungen, hier immer noch der Ward Spot und ja, das war es auch damit eigentlich. Kommen wir zum nächsten Bild. Hier auf jeden Fall interessanter wurde diese Area geändert. Und zwar gab es ja immer diesen Spot hier. Aber man konnte da nicht einfach mal hinlaufen. Jetzt kann man hier wirklich drumherum laufen. Und es gibt wirklich Captain Obvious hier oben einen Warning Spot drauf, mit dem man wahrscheinlich dann eben die ganze Bewegung hier sehen kann. Ebenfalls sehr gut. Was man daraus entnehmen kann, ist, dass Valve mittlerweile auch dieses Warding und Ward Spots auf Forst so ein bisschen, ja. Also wirklich, da musst du warden. Das ist wichtig, da ist gut. Dann ebenfalls Offlane auf der Dire-Seite. Sehr genial gemacht. Das wurde alles ein bisschen hier lichter. Ja, da war Timbersaw wohl am Werke. Und das finde ich echt gut. Die Offlane wurde ja deutlich verstärkt. Denn man kann auch ohne Ward jetzt deutlich besser sehen, was hinter dem Wald ist. Man kann hier wieder ein bisschen rumjuken. Einfach echt, finde ich, gut gemacht. Wir kommen zum letzten Bild. Hier wurde das alles ein bisschen geändert. Auch hier fehlen so ein paar Bäume. Ich weiß es nicht genau, man sieht es nicht so gut, aber vielleicht kann man jetzt hier wirklich so einen ganzen Weg drumherum laufen. Ist vielleicht jetzt möglich. Vorher war das alles ein bisschen unordentlicher. Und ja, sieht auf jeden Fall jetzt besser aus und ich denke mal, das ist auch mehr mit machbar. Dann gibt es eben diese neue Bounty-Rune, wie ja schon erwähnt. Wie gesagt, eine von beiden Runen, die jetzt immer spawnen, wird eine Bounty-Rune sein. Ganz wichtig auch, alle 2 Minuten ändern sich die Runen, egal ob eine aufgenommen worden ist oder nicht. Die Bounty-Rune, wie gesagt, kann man botteln. Und jetzt steht ja auch, gibt direkt Initial, XP und Gold 50 je und dann einmal 5 XP pro Minute und 2 Gold pro Minute über die Zeit der Rune. Und was ich aber dann, oder was ich mir überlegt habe, wäre ja, was wäre denn neues Meta? Wir haben eine Tri-Lane Bot und also jetzt Radiant Seite und ein Support geht mit der Bot halt immer mal gucken im Fluss und wenn da halt so eine Rune ist, eine Bounty Rune, dann gibt er die unserem Carry. Hat das Einfluss? Ist das ein großer Boost für unseren Carry? Kann man nicht so spontan sagen. Muss man sich dann halt wirklich mal im Spiel anschauen. Wäre aber eine Idee zum Beispiel. Das wäre dann auf jeden Fall die neue Rune. Den Rest hier, das schauen wir uns wie gesagt an. Im zweiten Video, was dann jetzt bald kommt. Das wird auf jeden Fall länger als dieses Video. Deutlich länger. Zum Beispiel, das kommt, ja, jetzt sage ich es ja eh, zum Beispiel, gibt es hier die Glyphen of Fortification, der Cooldown wird refreshed, sobald der Tier 1 Tower stirbt oder zerstört wird. Unglaublich, dadurch wird schnelles Pushen ja, nicht mehr so gefördert, es wird erschwert und auch das Tower Gold wird erheblich verringert werden. Das schauen wir uns im Detail dann an im zweiten Video. Dann kommen wir jetzt zu den Helden. Da haben wir einmal Bloodseeker. Und Bloodseeker, sowohl die Phantom Lancer, wurden erstmal vom Captain's Mode jetzt removed, damit man erstmal gucken kann, was geht ab. Was haben wir da? Reworked Blood Rage. Blood Rage ist das Spell, den man einen draufcasten, der bekommt Bonus Damage erheblich und kann nicht mehr casten, hat einen Dot drauf und so weiter. Das wurde jetzt geändert. Und zwar wurde, das muss man jetzt dazu sagen, Blood Buff wurde halt entfernt. Das ist der Spell, womit wir halt wieder HP bekommen, wenn wir eine Einheit töten. Es funktioniert so, dass Blood Rage ein Buff ist, den wir uns draufhauen können oder wahrscheinlich auch dem Gegner. Und das Ganze gibt uns immer noch über eine Dauer von 12 Sekunden. Das wurde ebenfalls erhöht. 40% erhöhten Schaden, aber Amplified Damage, das heißt auch Magieschaden, ist erhöht.
Und das ist ganz schön viel, muss man dazu sagen. Wenn man das jetzt in einer Lina draufhaut oder so, das kann ganz schön reinhauen. Muss man einfach mal dran denken. Mana kostet es gar nicht mehr. Cooldown wurde ist gleich geblieben. Und kein Target Spell Immune. Ja, das ist auch ganz wichtig auf jeden Fall mal. Und es silenced halt nicht mehr und macht auch keinen Dot mehr. Dafür aber, und das ist wohl jetzt hier auch das Wichtige daran, zusätzlich zu den Amplify Damage bei Spells halt, dass es jetzt hier eben den Effekt vom Blood Buff hat. Und zwar, wenn ich den Buff drauf habe und ich töte eine Einheit, bekomme ich 25% von der getöteten Einheit dessen Max HP wieder. Aber, wie auch immer, wenn ich den Buff drauf habe und ich werde getötet, dann bekommt mein Mörder 25% von meiner Max HP. Das ist ganz schön interessant aber, weil das heißt auch, dass wir zum Beispiel das einem Gegner darauf hauen können, wobei das nicht unbedingt immer so Sinn macht, weil wir könnten es ja auch eigentlich unserem Ally draufhauen. Aber nehmen wir mal an, wir hauen es jetzt einfach auf irgendeinem Enemy drauf. Ja, und der stirbt, dann bekommt halt unser Ally, der ihn tötet, die 25% HP von seinem HP wieder. Man kann es natürlich andersrum casten. Viel eher zielt es ja darauf ab. Ja, aber vielleicht ist es ja out of range oder so, ne? Ah, aber man zieht dann natürlich viel darauf ab, dass es halt einfach einen Nachteil hat. Ja, wenn man getötet wird, dann ist es halt der Vorteil vom Gegner. Dann haben wir jetzt die neue Fähigkeit, die halt Blood Buff ersetzt, und das ist Blood Rite. Und Blood Rite funktioniert so, es ist ein AOE 600, hat eine Cast Rate von 1500 Dota Metern und nach 3 Sekunden, man sieht es, wie es auf dem Boden halt schon kommt, nach 3 Sekunden macht es dann BAM und wir haben einen 6 Sekunden Silence und 240 Pure Damage. Und in Kombination mit Flash Stunts oder sonstigen kann das, finde ich, ganz schön reinhauen, weil 6 Sekunden Silence in einem 600er AOE mit 42 Pure Damage, das ist viel. Was wird noch geändert am Bloodseeker? Naja, die First Visibility und True Sight wurde jetzt ein bisschen verringert. Es ist halt immer nur dann da, wenn halt der Gegner unter 30% ist. Dann hat der Gegner oder die Einheit, die halt unter, ja doch, dann der Gegner natürlich dann, der unter 30% AP ist, hat dann ein Debuff drauf. Man sieht halt wirklich, dass man jetzt revealed wurde. Dann wurde halt noch irgendwie Movement und Damage halt ein bisschen geändert. Der Movement Speed und Damage Bonus von First wurde erhöht. Und jetzt kommen wir noch kurz zum Ultimate. Das Ultimate macht keinen Schaden mehr sofort, wenn wir es draufcasten. Dafür aber wurde die Duration erhöht von 7, 8, 9 auf 12 Sekunden. Und der Cooldown wurde fixiert auf eine Minute. Was macht das? Man kann jetzt mit Rupture kein einfach mehr zack Damage machen, erstmal so als wirklich Damage Spell. Sondern wir locken damit viel eher unser Ziel wirklich für ganze 12 Sekunden auf eine Stelle, sofern er nicht irgendwie was dagegen hat. Dann jetzt hier nochmal ein kleiner Schmankerl fürs nächste Video. Shuriken-Toss geht jetzt auf jedes Ziel in einem 900er AOE, auf jedes Ziel, welches getrackt ist. Ist das nicht der Wahnsinn? Und warum hier diese Schrift so moved, das erfahrt ihr ebenfalls im nächsten Video. Wir scrollen aber runter zu Phantom Lancer. Da ist er. Und da wurde ein bisschen auch noch mehr geändert. Zum Beispiel Agility Gain. Er bekommt pro Level 1,2 Agility weniger. Dafür startet er mit 7 Damage mehr und auch entsprechend mehr Rüstung und hat auch noch mehr AP. Seine erste Fähigkeit Spirit Lance wurde nicht geändert. Dafür hat er jetzt eine neue passive Fähigkeit, und zwar Phantom Rush. Und die funktioniert so, dass wir einfach einen Attack-Befehl auf eine Einheit machen, die out of range ist normalerweise. Ja, Minimum Distance 300, Maximum Distance 600, 700, 800, 900. Das heißt, oh, der geht erst 900 Dotameter entfernt, kein Problem. Ich mache einfach Rechtsklick auf ihn und bekomme dann einen Movement Speed Boost. Und unsere Illusions auch. Wie schnell steht hier nicht. Aber das ist natürlich ein Gap-Closer. Wichtig ist nur, wenn wir dann aber unsere Tech-Order mal ändern, dann geht der Bonus verloren und Cooldown und so gibt es ja ebenfalls.
Es ist aber vielleicht auch interessant, es ist eine Attack Order. Das heißt, wenn ich da Known Hunter Range bin und mache auch Deny oder so, dann sind wir vielleicht auch schneller. Das kann auch hilfreich sein. Dann haben wir Doppelgänger, neue Fähigkeit. Uns fehlt jetzt die Fähigkeit, dass wir halt einen Spell drücken und wir sind Invis für mehrere Sekunden und können einfach abhauen und wir hinterlassen eine Illusion. Stattdessen gibt es jetzt eben diesen Spell hier. Und zwar 600er Cast Range, 325er Area Radius haben wir. Und es funktioniert so, dass wir das casten. Und erstmal spawnen wir auf jeden Fall zwei Illusions. Und zwar eine Illusion, die keinen Schaden macht, aber 100% Damage nimmt. Also ganz normal Schaden. Und eine Illusion, die 20% Schaden macht, aber 600% Schaden nimmt. Und das heißt, wir haben erstmal ein Spell, um zwei Illusions zu casten. Schon mal wichtig. Zweitens macht die Fähigkeit aber so, dass wir und alle Illusions, die wir targeten, erstmal für eine Sekunde verschwinden. Und dann schaffen wir deren Positionen in dieser Area. Das heißt, damit verwirren wir einfach den Gegner ziemlich dolle. Und das ist eigentlich der Sinn des Spells. Das heißt, das ist eher eine Fähigkeit für den Fight, weil wir so mit Illusions definitiv createn. Aber auch halt, um einmal zum Beispiel Verwirrung zu stiften. Und wir können auch mit der Fähigkeit Abilities, also Projektile, auch dodgen, also ausweichen. Und was uns natürlich fehlt, ist wirklich dieser tolle Escape. Aber naja, Juxtapose ist jetzt auf jeden Fall sein Ultimate. Das ist diese Fähigkeit, die einfach Phantom Lancer und seine Illusions die Fähigkeit gibt, noch mehr Illusions spawnen zu können. Das wäre es dann auf jeden Fall mit den beiden Reworks. Dann gibt es ja noch ein neues Item. Das ist Crimson Guard. Und Crimson Guard braucht einmal Vanguard, Buckler und Recipe. 3058 Gold insgesamt. Und was gibt es? 250 HP, 6% HP Regen, den Passive Damage Block, 80% Chance für Melee 40 Damage zu blocken und für Range 20 Damage zu blocken. Plus 5 Armor, plus 2 auf alle Stats. Aber was ist das Tolle daran jetzt? Der Active. Und zwar ist das Schild jetzt Active und gibt unseren verbündeten Helden in 750% Range plus 2 Armor. Aber jetzt kommt's. Ein Schild, der 9 Sekunden lang hält und eine 100%ige Chance hat, immer 50% zu blocken. Wow. Das ist doch wirklich mal der Wahnsinn. Ich denke mal zumindest, dass es so gemeint. Das ist jetzt nicht klar. Blockt es über 9 Sekunden lang immer 50 Damage, physischen Schaden wahrscheinlich? Oder blockt es einmal 50 Damage? Na, weiß man nicht unbedingt. Aber das muss man einfach mal so gucken. Und das wäre auf jeden Fall das neue Item gewesen. Und ja, dann gibt es jetzt hier zum Beispiel noch Damage Type Changes und sonstiges. Aber wie ich ja schon sagte, das machen wir dann einfach im nächsten Video. Das sollte euch jetzt einfach mal einen kurzen Überblick geben über das neue Update. Und wie gesagt, eine neue Ära fängt an. Wie es sich wirklich spielt, darauf bin ich dann mal sehr gespannt. Schreibt doch bitte was in die Kommentare. Habt ihr euch schon alles durchgelesen? Was findet ihr geil daran, was nicht? Wir diskutieren gerne darüber in den Kommentaren und freut euch dann auf das nächste Video, wo es dann ein bisschen komplexer wird und wo ich halt auch ins Detail gehen werde und euch mehr erzählen werde zu anderen Sachen. Wobei ich selbst da nicht alles euch vorlesen werde, weil es einfach zu viel ist. Das heißt, selber durchlesen solltet ihr es euch schon, wenn ihr überhaupt so in Dota drin seid und daran interessiert seid. Also bis dann erstmal und ciao, ciao.